Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Die Sonne fuckt doch dezent ab. Ist die Sonne. Hier geht die Sonne oder so ähnlich. Ist dann jetzt so. Leute, ihr seht schon, ich chill wieder in Zombie Uprising. Das hat auch einen ganz bestimmten Grund, denn ich möchte ab heute etwas machen, und zwar möchte ich pro Folge, die ich aufnehme, möchte ich eine Waffe jeweils, beziehungsweise ich werde jetzt alle Waffen auf das höchste Level pushen. Von Klasse 1, also von Tier 1 bis Tier 11, werde ich jede Waffe durchpushen. Alle Waffen, die schon auf dem Max Level sind, werde ich natürlich nicht weiter durchpushen. Heißt, so gesehen, uno momento. Jetzt habe ich es gerade verkackt hier. Ja, irgendwie wird das jetzt hier gerade nicht geladen. So, also zum Beispiel hier die AR-160. Die AR-160 werde ich nicht pushen, denn die ist bereits auf Max Level 70. Genauso wie ich meine die Deagle. Die Deagle müsste auch, glaube ich, auch schon auf dem Max-Level sein. Ich weiß es gerade aber nicht. Aber das ist auch egal. Denn wir fangen an mit der M4. Die M4 wird jetzt die erste Waffe sein, mit der wir das Ganze starten. Und ihr seht, die M4, die ist auf Level 1. Also die ist noch komplett auf Low Level tatsächlich. Ich weiß gar nicht, die Deagle ist auf Level 48. Boah, ist die M4 kacke, Alter. Also ich weiß schon, warum ich nie mit der gespielt habe. Ich weiß actually schon, warum ich nie mit der gespielt habe. Also die M4 ist ja schrecklich, Alter. Also da ist, die ist echt kacke. Vor allen Dingen, die kannst du auch nicht umstellen, glaube ich, ne? Ne, kann man nicht umstellen. Das ist halt das Beschissene an der Waffe. Also die M4 kannst halt nicht umstellen. Die kannst halt nicht auf Schnellfeuermodus machen. Die hat halt auch nur ein kleines Magazin, ne? So, das muss man auch bedenken. Die hat jetzt nicht so ein großes Magazin jetzt. Wie jetzt die AR-160, die AR-160 hat zum Beispiel, glaube ich, ein, ich glaube, 70er Magazin, während die M4 hier nur ein 46er hat. Das muss man sich auch mal erstmal geben, denke ich. 46er ist auch crazy eigentlich. Oh, das Ding da hinten hole ich mir trotzdem noch. So, zack. Gut, aber egal, wir pushen die M4 hoch. Pushen die M4 hoch. Maybe mache ich da auch mehrere Videos draus aus den jeweiligen Waffen, da ich nicht weiß, was das Max-Level von der M4 ist. Okay, stark. Kriege ich auch noch ein bisschen was dafür. Bombs jetzt hier gerade mal. Die M4, die macht halt auch nicht wirklich viel Schaden, ne? Also man sieht es, glaube ich, auch ganz gut. Macht jetzt nicht so, die macht halt echt nicht so viel Schaden wie meine AR-160. Aber schau, Level 2 ist sie. Ich schätze mal, Max Level wird auch so um die 70, 80 sein. Die M4 ist so kacke, Alter. Ich hasse diese M4, Alter.
Weil die braucht die auch so kackenlange zum Nachladen, ey. Das regt mich auch schon auf bei der. Und während dieser ganzen, ich sag jetzt mal Serie, werde ich mit keiner anderen Waffe zwischendurch spielen. Also ich werde for real erst Tier 1 durchspielen, dann Tier 2, Tier 3, Tier 4 und so. Also alles nach nach Reihenfolge, sag ich jetzt mal. Ich selbst, wenn es brenzlig wird, ist es egal. Ich werde die Deagle nicht benutzen. Okay, ich habe eigentlich gar keine andere Wahl, gerade die Deagle, außer die Deagle. Weil meine Munition ist leer. Und die Deagle ist halt auch nicht gerade wirklich, ja, ich sag jetzt mal, auch nicht gerade wirklich so geil. So, ich revive die nicht, ganz ehrlich, weil die ist eh gespielt AFK. Da kannst du nichts machen, du. Irgendwie auch gefühlt wieder der krasseste in der Lobby. Ja, alles klar, Digi. Digga, bis ich die M4 hochgelevelt hab, Digga. Ich wüsste, das kann dauern. Wie gesagt, zur Not wird das aufgeteilt in zwei Folgen oder so. Oder mehrere, I don't know, je nachdem wie weit ich komme. Haben wir mal wieder hochgepumpt hier. Ich hab 10k Points, ich gehe mal hier noch ein paar Sachen holen. Das Ding. Maybe noch das Rote. Ich weiß gerade nicht, was das Rote war. Kann ich nicht. Okay, dann hier. Ich hab alles. Ah ne. Ja gut, das Rote kann ich mir gerade nicht holen. Aber egal. Auch eigentlich gerade nicht wichtig. Weiß auch gerade ehrlich gesagt gar nicht, was das ist. Ich hol mir das Blaue hier noch. Ja, guck, das kann ich mir sogar noch holen. Schon Level 3 sein. Ja, siehst du, Level 3. Also an sich geht das eigentlich recht schnell, die zu leveln. Jetzt wäre halt echt die andere Mausche mit der einen Taste, mit der ich dauerhaft schießen könnte. Weil hier muss ich halt, bei der M4 ist halt das beschissen, du musst halt echt wirklich die ganze Zeit drücken. Aber egal, so kann ich auch meine Daily Dingens da machen. Also ein paar zumindest davon. Nicht alle, aber ein paar kann ich damit auf jeden Fall abschließen.
Meiner. Meiner. Auch meiner. Alle meine. Auch Level. Jo, also auf dich habe ich jetzt gar keinen Bock, ne? Also auf den hier. Silberkugel, jawohl. Silberkugel ist halt am geilsten. Zweifacher Schaden. Oh, Instakill, 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 Instakill. Boah, Instakill ist auch so XP-Farming, Alter. Also Instakill ist halt wirklich einfach XP-Farm, Alter. Das ist... Das ist halt auch nicht mehr lustig, dass das ja eigentlich für XP ist, Alter. Ja, Level 5. Ja, sobald dieses Insta-Dings halt aus ist, dieses Instant-Kill. Ja, out of ammo, Digga. Das ist jetzt ehrlich, das ist schon leicht respektlos gerade gewesen. Aber egal, so kann ich meine Eagle auch noch ein bisschen aufleveln, weil mit Glück brauche ich die dann gar nicht erst aufleveln. Dann habe ich die gleich schon komplett gelevelt. Ah, da war mein Diggy. Ich dachte vielleicht bei der Deagle 51 ist Max, Digga. Nö. Ach, Digga, das ist schon wieder gottlos. Aber egal, Self-Reviving. Warte mal, oh mein Gott, warte mal. Aha! XP fahren wieder. Geil wäre noch mal so ein Instant-Kill-Ding. Das ist halt wirklich halt extremst die XP-Farm. Und ich werde mir hier noch mal einmal kurz das Reload-Ding holen. Revive-Ding. Egal, machen wir. Jetzt kann ich mir das rote eben holen. Mach ich jetzt auch eben. Jawohl, jetzt haben wir alles. Aber die M4 immer noch auf Level 5. Das triggert mich gerade leicht ein bisschen. Natürlich schon hart, immer noch, oder? Weiß gar nicht, ich glaube meine beste Runde war... Ja, maximalen Runden hatte ich 34, also 34 am Stück hatte ich maximal. Level 6, da ist sogar schon Level 7. Ja, ganz ehrlich, nee. Muss mal kurz sein.
Digga. Problem ist, ich weiß halt nicht, ob man irgendwo sehen kann, wie viel Level das sind. Aber ich würde sagen, ich push die M4 pro Video. Also, ich push jede Waffe pro Video einfach nur 10 Level. Weil sonst, Digga, sonst dauert das viel zu lange. Bin ich ehrlich. Ah ja, und übrigens, am Samstag kommt eine neue Podcast-Folge online. Beziehungsweise, die wird sogar live übertragen auf YouTube. Ja, das heißt, eine Livestream-Folge vom Podcast. Freue ich mich sehr drauf. Ich hoffe, ich kann mit euch rechnen am Samstag. Um 19 Uhr startet das. Muss mal kurz eine Granate nehmen. Weil die kriege ich gerade nicht alle gerackt hier. Ah, Mann. Wobei, ich mache auf Level 15. Ich mache auf Level 15 dann. Egal, aber jetzt lebe ich gerade noch als einziger. Jetzt habe ich praktisch gesehen eine kleine XP-Farm. Ja, schade. Was mit der XP-Farm? Oh yes, sir. Der mir da gleich irgendwie auf die Nerven geht, der eine. Jawohl. So. Ich pushe jetzt auf Level 15. Dann ist das eigentlich auch eine gute Länge. Ja. Bin sogar ehrlich, ich bin sogar tatsächlich der krasseste. Ja, 16.000. Ja, ich hab fast 17.000 Gesamtkills, Alter. Muss man auch erstmal machen. Gut, ich muss aber auch dazu sagen, ich spiele das Spiel schon etwas länger, ne? Muss man auch dazu sagen. Ich spiele das Spiel jetzt, glaube ich, schon seit einem Jahr oder so, oder wenn nicht sogar länger. Von daher. Ja, von daher
kein Wunder, dass ich schon ein paar mehr Kills habe als vielleicht die anderen. Aber schön, dass ich mein Revive bis jetzt noch nicht wieder benutzen musste. Ich musste den ja einmal schon benutzen. An Level 11, vielleicht Level 12. Ich bin ehrlich, ich scheiß gerade so ein bisschen auf meine Teammates. Bei dir zu reviven, das ist grad nur extra Stress, den ich nicht brauche. Den hasse ich ja am meisten, ne? Mit diesem Helm. Ey, yo! Den mit dem Helm hasse ich am meisten, ne? Er ist. Ist jetzt nicht Teil von der Challenge. Also was heißt Challenge? Ich hab einfach nur Bock, jede Waffe hoch zu leveln. Und ich nehme das halt auf, so. Ich möchte nur kurz anmerken, ein paar dieser Videos hier werden auch ein wenig vorproduziert sein. Da ich jetzt wahrscheinlich das meiste nach und nach aufnehme, also direkt hintereinander aufnehme, damit sich das bei mir von der Zeit her ausgeht. Weil ab dem 1.8. wird es eventuell ein bisschen schwierig aufzunehmen, zeitmäßig. Bei Berufsschule, Ausbildung und alles, ne? Da wird halt mehr da rein. Ich sag jetzt mal, mehr rein investiert.
und Level 15. Jawohl, Leute, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schaut in die Videobeschreibung. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüssi.